Okay, okay, okay. So, are you ready? This should be pretty easy. I've kept it simple since you all seem pretty simple. In a good way. In a good, straight ahead, low IQ kind of. Oh, no, that's just. Stop it. Stop it. It's the new meds. Okay, armed robbery. Here we go. Whew. Here it is. Keep it simple. You go in heavy, you go in well armed. Some of you will do crowd control. The vault team will go downstairs, blow the first vault door with the thermal charges, then use the card to get into the network and open the second vault door. And then look out, because you'll have about 2 minutes before every cop in town is waiting for you outside the bank. So you move fast, you get on the bikes, you split, and we meet at the rendezvous point, okay? Good luck, people. Nothing can go wrong. It's all good. I'm all good. Willkommen zum Finale des Pacific Standard Raubes. Andy und Cinnamon werden jetzt hier Hacker und Sprengmeister spielen. Regine und ich werden die Bewacher sein. Im Moment wird noch ein bisschen das Geld eingeteilt. Und ja, wir sollen jetzt quasi in die Bank rein. Unsere beiden Experten werden dann den Tresor ausräumen. Regine und ich werden eben die Geiseln in Schach halten und dann werden wir uns auf die Flucht begeben mit den Bikes. Richtig, ja, sehr witzig, ey. Als ob ich das nicht gesehen hätte, ey. Du hast doch eh schon genug Kohle. Ja, und? Trotzdem mehr haben. Okay. 5% kriegst du. Ja, am Arsch, ey. 5% am Arsch? Ja, das Problem ist hier, wenn man hier das Ende der Flucht neu startet, verliert man jeweils immer 100.000. Soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, ist nicht wenig. Deshalb müssen wir uns zusammenreisen und hoffen, dass wir nicht allzu oft auf die Fresse fliegen. Willst du hacken oder sprengen? Ja, das ist eigentlich wurscht, aber hacken kannst du, ne? Ist ja ganz einfach. Ne? Ja, ich warte nur auf dich. Ja gut, dann so. Also. Sprengmeister muss ja nur zweimal die Sprengsätze da anbauen, ne? Na also. Schicke Kleidung. Hä, Leute, was denn ist los? Hat irgendwas Cooles? Na, wir nehmen das mal. Können wir noch die Masken ändern? Nee, warte mal, ich nehme den hier. Ich kann kein Outfit machen, das musst du ja machen, ne? Hä, Leute, wieso muss ich denn, wieso stimme ich denn jetzt für alle mit? Ist ja auch lol. Eine Gruppentarnung, ja. Gehen wir als Polizisten rein. Das hätte auf jeden Fall was, ja. Gehen wir mit Polizisten rein. Die Ghetto-Gangster-Polizei. Ja gut, lass mal. Nimm mal die Dinger, oder? Die Sturmhauben, oder? Sturmhauben habe ich kein Problem mit, ja. Nimm mal die. Jetzt kann ich dir seinen eigenen noch aussuchen. Nee, kann man nicht. Hä? Maske doch. Ich kann meine noch hier eins alleine für mich ändern. Ich kann hier an der Maske nichts ändern. Ich kann Fahrzeug wählen und bereits zum Spielen drücken. Ach so. Ja. Okay, ich muss für euch selber machen. Mami, ziehst du mir noch eine lange Hose an? Es ist ein bisschen frisch draußen. Das wird jetzt mal ein Spaß. Die letzte Folge war ja schon hart an der Grenze zum Verkraftbaren. Die war an der Grenze der Perfektion. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fahren mit dem großen Auto, ne? Wenigstens mal standesgemäß. Andy muss ich nicht dran halten. Ling ling. Ich kann aber nicht schneller fahren. Warum ist das so? Du musst A tippen. Ach so, du bist ja nicht mein Controller. Ja, auf der Tastatur weiß ich nicht. Ja, geht nicht. Shift drücken oder tippeln? Nee. Ich weiß nicht, wo das auf der Tastatur ist. Normalerweise W, ne? Nach vorne. Ja, eigentlich schon, ja. W-Tippen. Eigentlich müsste er richtig in den Stand gehen und vielleicht, dann. Weil er die Tasche hinten drauf hat. Das kann sein. Du könntest aber auch einfach einsteigen. Ja, warte mal, dann ich steig mal eben ein. Und wir hätten gemeinsam einfach.
schön cruisen können. Das Fahrrad sieht aber ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ja, die Truppe ist vereint. Im Insurgent. Was Doc macht. Nee, Andy. Gar nicht. Nee. Andy. Doch, es ist Doc. Was, Doc puppelt wieder? Nee, bei ihm ist die Scheibe kaputt, deswegen sehe ich, dass er Stinkefinger zeigt von außen. Achso, ja, stimmt. Er zeigt dem Volke, was von ihm hält. Ich kann euch alle nicht leiden. Ey, Ruhe da hinten. So oft werde ich hier beleidigt an der Ampel. Das gefällt mir nicht. Blöde Stadt. Wie der Verkehr hier mit mir umgeht, das ist sowieso unter aller Sau. Ich ständig immer über der Kreuzung weggerannt. Scheiß Walk of Fame. Wir steigen aus. Achso, ich gehe unbewaffnet mal rein. Betrittet die Bank. Ey! Oh Mann, ihr seid solche Spielverderber, ey. Wichser seid ihr. Warum was wolltest du machen? Wollt einfach mal gehen. So ganz cool und unauffällig. So Leute, hier habt ihr eure Tütchen. Euer Frühstückspaket. Ich hab eure Mutter doch das geschmiert, was ihr haben wolltet. Und da sind wir auch schon. Oh, la 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 la. So, wir müssen jetzt ein bisschen rumballern hier, damit wir die Geiseln ein bisschen unter Druck setzen. Aber wir sollen dabei nicht die Geiseln töten. It's magic. Da, 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 da. Magic. Ja, weil du einen halben Meter in der Luft hängst. Tada! Auf den Boden, das ist ein Überfall. Wenn ich hier einen Muck sehe, dann knall ich dem mit der Schrotflinte ins Gesicht. Laufen doch hier dann Polizisten runter in diesen Raum, oder? Ja, es kommen ein paar Cops, ja. Töten! Dann kann ich eine andere näher. Oh, ups! Oh mein Gott! Das war Versuch Nummer 1. Ups! Oh lol. Wieso zückt der Raketenwerfer raus? Ich wollte Annäherungsmine schmeißen. Ich glaube, selbst das wäre nach hinten losgegangen. Lol, Alter, diese Steuerung mit der Maus zum Waffenrad tappen ist echt. Ja, Waffenrad komisch. Ist echt kacke. Nee, du hast doch überhaupt keine Zeit gehabt, irgendwas zu machen. Ja, das ist wieder die andere Frage, aber trotzdem ist das Waffenrad echt scheiße, muss ich sagen. Ich weiß, überzeugend. Wenn du drücken musst, die Maus bewegen und dann noch durchrollen mit dem Mausrad, das ist irgendwie einfach nur unpräzise. Andy-stylisch wie immer, Raketenwerfer. Na, klar, doch. Stilsicher. So, jetzt gehen. Okay, wir gehen nicht. Ey! Dick! Oh, lol. Oh, Mann. Unser Trampeltier. So, nochmal. Jeder kriegt seine Tütchen. Hier, yeah, Butterbrot für alle! Hier, eins. Doc, hier, bitteschön, von Mutti. Danke. Schöne Grüße, sag ich dir übrigens. Ist da auch der Kinderpinguin drin, den ich haben wollte? Aber natürlich, kennst du doch schon seit 28 Jahren. Ah, alles klar. Ich will ihn umhauen, ich will ihn umhauen. Oh. Hallo. So, Annäherungsmine habe ich jetzt in der Hand. Magic, Magic, da 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 da. So, neuer Basur. Ihr macht das schon, ich gucke immer noch im Internet ein bisschen nach Pornos, ne? Treffen uns dann am Boot.
Buddy! Das machen wir gleich, wenn wir das Geld haben. Das muss ich checken, gell? Ja. Ich mach den Controller. Der schläft nur, das ist alles gut. Da kommt irgendwas. Oh, ich muss Brute Force benutzen. Auf den Boden! Wenn ich hier einen sehe, der einen Mucks macht. Dem lese ich aber die Leviten. Der kriegt einen Eintrag ins Klassenbuch. Halt die Fresse. Was soll nochmal hacken? Ah ne, jetzt bin ich dran. Post. Hör mal auf zu saufen, Junge. Oder ist es das Capri-Sonne, die da gerade getrunken hat? Ja, das war die Capri-Sonne, die Mutti in die Frühstückstüte gepackt hat. So. Ist offen! Ich liebe es. Das dauert aber zu lange, bis wir weitermachen können. Achtung, hier sind Cops unterwegs, ne? Hinter euch ist, glaube ich, einer. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil der flippt auf der Karte hin und her. So, rechts am Rand sehen wir jetzt den Kontostand, den die beiden gerade einsammeln. Ich alleine momentan. Ah, okay. Ja, wegen dem Bullen da. Money, 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 money. Eine halbe Million haben wir jetzt, da ist der nächste Polizist. Ich sehe immer mehr in dem Bildschirm, also bis jetzt ist noch nichts hier. 800.000? Mein Tisch ist leer. Mein Handy, guck mal, warte. Hi. Ja, warte, ich bin auch gewohnt. So, die Million ist geknackt. Und gleich dürfen wir gehen. Oh, ich bin ja auch so weit, warte. So. So, wir haben die 1,25 Millionen zusammen. Jetzt hat er wieder seinen Trockenfick gemacht, ne? Ah, wie das aussieht, ey. Das ist so geil, wenn du es zum zweiten machst. Oh. Komm schon. 3 Minuten noch. Das ist mein Humor, ey. Oh, war schon gelaufen. Dein Homer. Danke für Ihre Mitarbeit, meine werten Damen und Herren. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und sehen uns in der nächsten Woche wieder. So. Fat Cops. Jetzt kommt er mit seiner Minigun natürlich ins Spiel. Das wird witzig. Soll ich aufmachen, Mama? Warte mal, ich guck erst mal raus, bevor ihr rein rauskommt. Ist heiß draußen, Jungs. Aber kurz raus. Zieh eure Helme an. Ja, er hat instant Minigun. LOL! Was war das denn? Oh. Ja, klar. Mehr Schaden verursacht als alles andere. So, wir müssen hier lang. Komm schon. Komm schon, Minigun, Mann. Lauf. Er trinkt jetzt noch ein Bier. Oh shit. Oh, meine Panzerung ist weg. Das sieht aber ganz schön was aus, ey. Oh, die nächste Panzerung ist weg. Oh, wo kommt der denn her? Oh, lol. Oh, die nächste Panzerung ist weg. Wow. Ich habe jetzt noch keine Panzerung verloren.
Ja gut, weil andere alles abschirmen, ne? Wir kommen. Helikopter. Kommt runter. Ah, Helikopter. Lauft. Ja, noch dreiviertel Panzerung. Na, ich habe noch knapp unter der Hälfte gerade, aber ich habe schon drei gefressen. Da steht noch irgendwo ein Bulle im Dir, gell? Der kennt wohl unseren Fluchtplan. Aber wir haben schon über 100.000 verloren. Ja, nicht so viel wie beim letzten Mal bis jetzt. Ja, weil wir auch viele geballert haben, ne? Okay, Leute, konzentriert euch, ne? Wisst ihr Bescheid. Und die Flucht läuft. Mit dem Moped. Noch knapp 10 Minuten. Bis jetzt noch ziemlich ruhig, ne? Jetzt kommen sie. Noch sind wir relativ dicht zusammen. Als wir das damals gespielt haben, war das nicht so. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Wow. Das heißt, mit Schatten wäre cool. Nicht direkt nebeneinander fahren. Aber auch polizeitechnisch ist es momentan eigentlich ruhig. Ja, das ist überraschend, ne? Ja, nicht, dass sie das gefixt haben, ey. Gut randaliert. Oh, die steigen halt aus. Nein! Oh, Mann, fucking Zaun. Mein... Pfeiler. Nichts im Weg, aber das ist natürlich wieder erste Sahne, ey. Ich glaube, die haben die gefixt, Mann. Ja, kann sein. Und das ist jetzt irgendwie harmloser als beim letzten Mal, ja. Das stimmt. Das ist halt lang. Ich verliere nicht so viel dauerhaft Kohle. Wird gerade angeschossen. Von den Cops, die da standen. Also über 1 Million zu bleiben, wäre schon ganz cool. Ah, ich lasse das Inventar mal auf. Boah, die haben mich hingelevelt. Aber ist das eigentlich der insgesamte Wert, den wir da haben? Ja, insgesamt. Von uns beiden. Wie viel kriegt ihr denn? 200.000, ne? Komm oder schon, 250? Fahr. Nein! Ja, ich bin hingefallen. Ja, hatte ich auch grad. Ja, wie viel kriegen wir denn? 250 oder 200.000? 250, aber das wird ja reduziert um die Summe, die jetzt verloren gegangen ist. Die Summe kannst du ja nie erreichen, das geht doch gar nicht. Nee. Gerade eben die spektakuläre Brücke, weißt du, links ein Polizeiauto, rechts ein Polizeiauto, links und rechts einfach kein Platz mehr für mich gewesen. Ja, und du weißt nicht, was du machen sollst, ey. Ja, die haben mir definitiv was gedreht. Aber wie gesagt, über 1 Million zu bleiben, wäre schon cool. Häng ein bisschen hinterher, Jungs. Aber ich versuche mein Bestes. Kein Stress. Kannst du oft auf die Schnauze fallen, wie du willst. Du hast die Kohle nicht. Nee, aber wenn ich drauf gehe, dann ist das ja trotzdem gescheitert. Ja, aber achte einfach auf deine Rüstung. Ja, da werde ich nochmal nachlegen. Und Snacks kannst du ja natürlich auch noch vorher essen. Oh, das ist meine letzte Panzerung jetzt. Oh, der kommt hier den Berg hochgefahren. Was ist das denn? Kranke Sau. Oh, ein Ego-Chaser, so.
Oh nein. In dem Tunnel. Dann hab ich schon fast die komplette Panzerung verloren. Es muss auch noch da unten getriggert werden. Ich bin schon wieder gefallen. Aber diesmal ist kein Kopf in der Nähe. Oh, steh auf, komm. Zwei einfache Polizeischüsse. Und nur noch 20% meiner Rüstung übrig. Naja, das ist echt heftig. So, ich flieg dann mal, ne? Jo, viel Glück. Ich glaube, wir haben gerade ein Motorrad explodieren gehört. Lol. Er hat sich fast umgelöffelt. Ist das schön. Ja, ist das schön. Ehrlich. Wunderschöne Aussicht. Ich glaube, Cinnamon ist zu früh runtergefallen. Oh Gott, wir verlieren die ganze Zeit Geld, Mann. Was machst du denn da? Ich bin gerade runtergefallen. Er hat die Brücke verpasst oben. Na toll, ey. Unter 1 Million. GG. Noob, ey. Ich hoffe nur, dass ich jetzt einen Fallschirm habe, weil er hat gerade eben meinen Fallschirm schon gezündet. Das wäre natürlich blöd. Da verarsch mich bloß nicht, ey. Wenn nicht, dann musst du hier runterlaufen. Steig in das Dingy. Ich bin mir nicht sicher, ich schau mal nach. Okay, er sagt, ich hätte noch einen Fallschirm dabei, also. Ja, dann passt das. Nimm mal Schwung. Okay, ich bin auch schon ein bisschen früher abgestürzt. Na gut, dann laufen wir. Na, fahr hier nicht noch einen Berg runter, du Lappen. Er fällt den Berg runter. Es ist unglaublich. Hi. Einmal noch schnell in die Schiffsschraube rein. Ja, schwimmen links rum. Was denn, wenn das irgendwo in Timbuktu oder was? Schade, die Million wäre natürlich schön gewesen. Aber die 7000 reißen es auch nicht mehr raus. Da kommt er. Ein Klatsch gegen Fels und ist tot. So wie du bei der einen Mission, ja. Das war jetzt. Das war Deluxe. Und dann prallt er noch voll ab und auf einen anderen Stein. Lol! Was machst du da? Vor allem, er steht. Ach ne, du bist im Wasser gelandet, ne? Bei mir bist du auf dem Ufer gestanden. Warte. Ich komm nicht aus die Pötte. Jetzt hat. Wir haben übrigens noch ein Zeitlimit, ne? Ich möchte nochmal dran erinnern, dass wir ein Zeitlimit haben. Ja, ist doch gleich hier vorne. Achso. Jetzt will er auch noch mitmachen, oder was? Dun, dun, dun. Ja, komm, das ist super. Ja, nur doof, dass ich nicht der Fahrer bin. Jeder darf. Ja, jetzt ist das Zeitlimit auch weg. Das ist ja wohl hin. Wo fährt der hin, Mann? Da waren die Dilettanti, hat's geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich meine Million kriege. Ich hab irgendwie so Bedenken, weil ich einmal aus Versehen über einen schnellen Job in so einen scheiß Lobby reingekommen bin. Das
kann passieren, dass das jetzt nicht kommt, aber eigentlich müsste es. Aber ich habe die Mission nicht gemacht, ich bin nur in der Lobby gewesen. Also ich habe sie ja schon mal bekommen, ich bekomme sie jetzt auf jeden Fall nicht. You did it. Ha, er klatscht für mich ab. Much, you, nee, sonst sind wir nur die gleichen Freaks, ey. Ja, steht ja auch auf dich. Echt? Ich würde mal drüber nachdenken. Quiet weirdos. Turns out you're a bunch of creepy quiet weirdos with talent. You rob and you steal and destroy like geniuses. Oh, I love it. I love it. Here, let me wire you your money. Cool, ey. You know, I will never forget the good times. You know, all the laughs we had. You know, you're like family. The picnic, you know, the hike in the woods, and all the selfies, and oh, and the time we went rollerblading, and we watched the sunset, and we stayed up all night talking and sharing our innermost fears, and then. But was that? That wasn't you? Even the skinny dipping and the. Oh. Alle schütteln mit dem Kopf, what the fuck, was ist hier los? What are you saying? I, the drugs. Oh man, the drugs. I'm a... Ja, klar. Oh, ja, sie wogen auf jeden Fall, ja. I'm not well at all. Verstehen wir. I'm a little embarrassed. Okay, the money. Here. 2,50 für dich. 2,50 für dich. Nochmal 2,50 für dich. Und du kriegst einen feuchten Händedruck. Here, okay, you better take off and take care, okay. Bis dann, Onkel Klaus. Mach's gut. Bestanden. Raubüberfall fertig. Was brauchst du? Ihr fickt euch. Zu Recht. Und jetzt bitte eine Million, ey. Gib's mir. Da waren wir knapp drüber. Nus nicht gerufen? Aha, man kann hier was rufen? Ach so, ja, wurde nicht kann gerufen. Umgelegt, ne? Haben. Ach so. Ich glaube, deswegen war da auch so wenig los. Hm. Jawohl, komplett durch eine Reihe nach. 1 Million dazu. Wichtige Nebenrolle habe ich dazu gekriegt, glaube ich, 100.000. Das heißt? Keine Ahnung. Hm. Geiler Shit, Mann. Also ich habe jetzt nur 195.000 bekommen, weil, wie gesagt, ich hatte die Million schon. Ich hab noch 100 zusätzlich gekriegt. Unserem Testdurchlauf. By the way, hässliche Hose hast du an. Dein T-Shirt ist auch hässlich. Ich schmeiß dich gleich von der Brücke, ey. Ja und? Ich hab'n Fallschirm, YOLO. Oh, ich hab noch mein Atemgerät um. So Leute, ich zieh wieder in den Krieg, ne? Mach's gut, Leute! Gute Arbeit, Jungs. Gute Arbeit. Darauf gibt's ein Pisswasserchen. Oh, los! Darauf Achso, eine Rakete. Geht nicht, ich hab aber noch die Dings auf. Ah. Das Atemgerät. Oh Mann, ey, was schießt denn mich denn ab, ey? Prost! Nom, nom, nom. Prost! Nom, nom, nom. Prost! Nom, nom, nom. Mann, der hat eine große Tasche in der Jacke. Prost! Auch noch eine Cola geht auch noch. Prost! Gut, ich glaube, wir haben jetzt die Heist durch. Und bis auf ein, zwei Ausnahmen haben wir es auch relativ ordentlich angestellt, denke ich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ist explodiert. Wir werden mal wieder ein bisschen rumdallern demnächst und ein bisschen andere Sachen machen. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und danke fürs Zuschauen natürlich. Bis dann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ne? Auch wenn wir manchmal ziemlich kacke waren. Bis dann. Der scheiß Zug da ist extrem laut. Ich schieß ihn ab. Wo ist der? Ah, es geht nicht mehr. Okay. Bis dann. Auf Wiedersehen.